Ja, hallo Leute. Ich bin's wieder, euer Charlie. Wir haben heute eine kleine Exkursion. Wir fahren wieder in die Pilze. Kommt mit, habt Spaß. Doch was soll ich sagen? Ist das schließlich mein 9. Film 2011? Wir werden wieder was finden. Also, tschö. Ja, jetzt gehen wir schon los hier. Der Stefan aus Dortmund, die Michaela aus Selters und der Dirk aus Selters. Und der Rainer aus Dortmund. Und das ist der Wald. Ja, hier stehen die Pfifferlinge. Dann kommt der Rainer und erntet die mal ab. Kannst du rausdrehen? Rausdrehen, ja. So. So, hier hinter dem Korb stehen auch noch welche. Ja. Und daneben, der ist auch noch gut. Ja, ist gut. Ja, da sind auch welche. Ja, der ist auch in Ordnung. Die haben die Maden? Nein, die haben keine Maden. Okay. Doch, das ist, nein, den Hahn ist auch ein Täubling. Das kann man immer probieren. Täublinge kann man immer probieren. Das ist ein gelber Scheidenstreifen. Michaela erntet den jetzt. Und zwar rausdrehen. Ja, jetzt hat er Scheiden natürlich drin gelassen, aber egal. Nee, lass mal, ist in Ordnung so. Brauchst du nicht. So, das ist er. Und jetzt mache ich mal eine Nahaufnahme. Ja, zu erkennen an dem gerieften Hutrand. Ja, das ist also ein Scheibenstreifling. So, jetzt kommen wir hier wieder in einen Laubwald rein. Dann können wir auch wieder auf Pfifferlinge gucken. Nicht, aber der ganz. Ja, hier wachsen Pilze an einem Baumstoken. Ja, ich würde bald sagen, es sind Stockstämmchen. Wir werden jetzt mal gucken, ob das welche sind. Ja, das sind Stockschwämmchen. Eindeutig. Man sieht auch an den geschuppten Stiel, an den leicht heruntergelaufenen Lamellen. Stockschwämmchen. Also Leute, erntet ab. Die sind essbar, die hier stehen. Die sind alle essbar. Alle essbar. Die, ja. Die nicht mehr, die alten. Und hier noch. Die kann man ruhig nehmen, die kann man auch schön sehen. Ja. Da ist das Stockschwämmchen drin. Kann man die mit allem essen, Haut und Haaren? Ja. Die kann man mit allem essen, Haut und Haaren, ja. So den Stiel ein bisschen abschneiden. Ja, hier haben wir den orange-roten Leistling. Das ist eine Pfifferlingsart. Ja, er wird jetzt erstmal bewundert von allen. Da unten. Doch, da gibt es noch den gelben Semmelstoppelpilz, aber beide Semmelstoppelpilzarten sind essbar und haben den gleichen Speisewert. Ja. Ja, hier eine schöne Maroni, sieht aus wie gemalt. Mal gucken, wer sie erntet. Ja, will ich um. Ja, ernte sie. Ja, süß, ja. Ist ein schönes Bild. Ja. Na schön. Ja, will dir, dann rote dir. Die sieht doch gut aus, Schasse. Ja, leider. Aber da ist der Wurm drin, ne? Da ist der Wurm drin, ja. Schneid mal ab. Ja. Bleib mal durch, lang durch, so quer. Ja, da wissen die Maden auch, was gut ist. Ja. Daneben zwei wunderbare Marönchen. Ja, stehen hier auch ein paar Pfifferlinge, Trompetenpfifferlinge. Ja, was hier rumsteht, das sind an die Champignons. Ich nehme mal einen raus. Ja, kann man sehen. Und immer zu erkennen an diesen blassrosa Lamellen, die sie haben. Ich hoffe, die Kamera erfasst das. Und die riechen nach Anis, also die riechen wie Uso. Okay, ja, jetzt gehen wir hier wieder durch einen kleinen Laubholzbestand.
Und da hinten, da stehen ganz so viele Pilze. Auch hier. Und das sind Semmelstoppler. Ja, ist ein fürchterliches Getrüffel hier im Wald. Auch die beiden Dortmunder sind fleißig zugange. So, jetzt gehen wir hier nach unten. Da unten. Ja. Da steht eine Marone und die Michaela pflückt die jetzt ab. Ja, wunderbar. Wunderbar. Ah ja, ein paar Maronen hier. Ja, hier wird geerntet. Ja, da staunen die Recken. Hier steht ein riesiger Steinpilz. Ja, aber er ist im Moment nicht von Schlümpfen bewohnt. Ja, hier sind wir an eine Stelle gekommen. Da steht alles voll Trompetenpfifferlinge. Aber wirklich alles voll. Hier kann man schön sehen. Ich dreh mal um. Das sind alles Trompetenpfifferlinge. Alles. Hier. Nee, hier ist doch noch hier. Ja, unter einer kleinen Fichte steht auch ein Trompetenpfifferling. Und dann sind sie auch alle am... Das ist wild jetzt. Das ist ja echt nicht. Guck mal. Ja, wunderbare Fliegenpilze, wie gemalt. Da steht auch noch einer. Wer hat nicht eine Made? Na, hier kommt noch eine krause Glucke raus. Oh, eine ganz kleine, was? Ja, aber es sind noch ein paar Stacken bei, da kann man noch was abwerfen. Das ist krause Glucke, komm, tu sie da rein, ein Körbchen. So, oh, wie viel hast du denn schon? Ja, sieh mal. Meistens sind diese Pfifferlinge. Ja, da werden wir gleich noch welche von finden. Maröhnchen. Das ist schon was Feines. Finde ich? Yes. Ja, kopfüber wachsen hier die Maronen. Ja, oder kommen so direkt aus dem Moos gewachsen. Ja, hier stehen die Pfifferlinge in richtig dicken Clustern. Ja, hier steht noch Cantarella cibarius. Also richtig große Pfifferlinge. Ja, und wenn man dann noch darüber guckt, da kann es dann schlecht werden. Also hier steht eine ganze Kolonie Goldschädel-Pfifferlinge. So, das Einzige, worauf du achten musst, ist, wenn beim Saubermachen, da die ja innen hohl sind, kann sich da schon mal eine Schnecke drin verstecken. Ne? Das ist Wahnsinn. Das sind alles goldstielige Pfifferlinge. So, hier kann man schön den Unterschied sehen zwischen dem goldstieligen und den normalen Trompetenpfifferlingen. Volle Körbe. Wir sind alle zufrieden. Das Gesammel ist jetzt vorbei. Ein glückliches Grinsen auf den Gesichtern der Exkursionsteilnehmer. Und ich kann nur eins sagen, war wieder sehr erfolgreich. Seid wieder mit dabei, wenn es das nächste Mal wieder geht in die Pilze. Ich sehe jetzt wieder später. Und sage dann Tschüss und Trüff, Trüff auch zusammen.